Unsere erste Frage ist, wer bist du? Genau, ich bin Eberhard Wolf und das ist eigentlich schon alles, was, glaube ich, dazu zu sagen ist. Und was machst du? Also was steht auf deiner Visitenkarte? Ich bin Fellow bei der InnoQ. InnoQ ist ein Unternehmen, das im Wesentlichen Softwareprojekte macht, auch ganz viel Beratung und Training macht. Mein Fokus ist tatsächlich Beratung und Training. Und als Fellow bin ich sozusagen ein Berater. Das heißt also, ich laufe irgendwie rum und arbeite mit Kunden zu ihren Themen, die sie halt in der Softwareentwicklung haben. Und mit Fellow soll irgendwie ausgedrückt werden, dass ich auch eine Sichtbarkeit haben soll. Also das ist so ein bisschen so ein Marketing-Thema. Das heißt, ich laufe irgendwie rum und schreibe Bücher und gehe zu Konferenzen, mache solche Sachen wie hier, sprichst auf Architektur im Stream und halte ganz viele Vorträge und sowas. Also ein bisschen so Präsenz für das Unternehmen nach außen zeigen. Das sind, glaube ich, so. Deswegen ist es eben Fellow und nicht einfach Senior Consultant, obwohl die Senior Consultants eben ähnliche Dinge tun, bis auf eben diese Geschichte mit den Vorträgen. Also die machen auch Vorträge, aber nicht in dem Umfang, nicht? Und sind ja auch aktiv, so wie du. Aber bei mir ist das dann nochmal, glaube ich, deutlich mehr. Und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also was waren so die wichtigsten Eckpunkte auf deinem Weg dahin? Genau, ich habe Informatik studiert an der Universität in Hamburg und hatte da schon ein paar Nebenjobs, also im Wesentlichen als Entwickler und an der Uni und zum anderen bei einem kleineren Softwarehaus in der Nähe von Hamburg und habe dann angefangen, bei der Firma Borland zu arbeiten, freiberuflich. Das sind die, die damals Turbo Pascal rausgebracht haben. Meine Aufgabe war dann eher so Beratung im Bereich körperverteilte Systeme und auch Trainings zu halten. Also das heißt, da habe ich irgendwie schon diese Sachen angefangen zu tun. Nach dem Studium bin ich dann Geschäftsstellenleiter tatsächlich geworden von einer kleineren Beratung. Das hatte sich so ein bisschen aus dem Borland-Kontext ergeben. Das heißt, ich habe dort eben den Hut aufgehabt für die Geschäftsstelle in Hamburg und zum anderen eben Beratung und Training gemacht, das, was ich irgendwie immer noch heute tue. Diese Firma ist dann insolvent gegangen und ich war dann einige Zeit selbstständig. Ich habe mich halt in einem Projekt als Entwickler gearbeitet und habe dann angefangen bei einer etwas größeren Beratung, also eher so einer mittelgroßen Beratung, habe dort in einem Projekt gesessen, in einem sehr großen in einem größeren Projekt, also so mit sagen wir mal 100 Entwicklern oder sowas. Und habe dort, wir hatten das im Vorgespräch auch nochmal nachrecherchiert, kann man tatsächlich an den Visitenkarten sehen, bin ich formal aufgestiegen vom Senior Consultant bis hin zum Chefarchitekten. Das Lustige dabei ist, dass sich die Tätigkeit gar nicht so gewechselt hat, also im Wesentlichen immer noch Arbeit in diesem schon genannten Projekt. Dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Spring und dem Spring Framework auseinanderzusetzen. Habe ein Buch geschrieben über Spring, das erste deutschsprachige Buch über Spring und bin dann der Mensch gewesen, der sozusagen für damals noch Interface 21, später dann Springsource und noch später VMware so ein bisschen in Deutschland den Hut auf hatte. Sprich, ich war nicht Geschäftsstellenleiter. Geschäftsführer der GmbH war ich nicht. Das war ein Australier und ein Niederländer, aber de facto war ich irgendwie die Person, die sich da gekümmert hat. Ich bin dann nach der Akquisition durch VMware in eine Rolle gekommen, wo ich Professional Services gemanagt habe. Auch da vielleicht, bin auch da rumgelaufen, habe ganz viel Training, Consulting eben mit dem Fokus auf Spring gemacht. Dann bin ich nach der Akquise zu einer größeren Beratung gegangen, war dort Architektur- und Technologiemanager. Das bedeutet, ich hatte keine Personen, die an mich reportet hätten. Ich selber habe an den Vorstand reportet und habe mich gekümmert um Architektenausbildung und die Technologiestrategieausrichtung des Unternehmens und bin dann eben gegangen zur InnoQ, wo ich jetzt eben, wie gesagt, im Wesentlichen Beratung, Training und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing so ungefähr mache. Das ist so mein Werdegang über die, was sind das denn, etwas über 20 Jahre. Wir hätten mal eine kurze Nachfrage. Bist du bei InnoQ direkt Fellow geworden oder warst du erst noch in einer anderen Rolle dort? Nee, ich bin Fellow geworden und das hatte sich so ein bisschen, also das hatte sich, bevor ich den Job angefangen habe, ergeben. Das war nicht von Anfang an klar, aber
es ist dann von der Geschäftsleitung die Aussage gekommen, dass sie sozusagen diesen Titel da sehen würden. Und das fand ich natürlich super, es ist halt eine Ehre. Und dann habe ich das natürlich gerne getan und empfinde das halt natürlich immer noch als Ehre an der Stelle. Und wie bist du überhaupt in den IT-Bereich reingekrutscht oder reingekommen? Ja, bei mir ist das sehr, wie soll ich sagen, also ich würde behaupten, bei mir ist es tatsächlich eine relativ geradlinige Karriere. Das heißt, ich habe angefangen, mich für Computer zu interessieren, schon in der Schule, und habe dann ganz viel gemacht und habe dann eigentlich mir gesagt, okay, cool, ich kann mich eben nach dem Abitur dann um das kümmern, was mich halt tatsächlich interessiert, und das andere, ganze andere Zeug brauche ich halt nicht mehr. Deswegen mache ich dann halt, habe ich mich für Informatik beworben und habe dann ein Informatikstudium angefangen. Und das war nach meinem Empfinden schon lange klar. Es gab auch nicht ernsthafter sozusagen eine Alternative, die ich erwogen habe. Vielleicht im Nachhinein, habe ich da, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich hätte halt eigentlich im Studium in Hamburg, hatten wir damals die Möglichkeit, beliebige Nebenfächer zu machen. Und ich habe im Studium dann irgendwie gesagt, ich mache Physik, damit ich also richtig nur diese Themen irgendwie bearbeite. Und das war eigentlich eine blöde Idee. Ich hätte im Nachhinein vielleicht irgendwie Philosophie oder eine Geisteswissenschaft nehmen sollen, aber so ist es halt. Man lernt das dann ja irgendwann. Und was mir bei der Frage nochmal aufgefallen ist, ist, also das bedeutet ja in Anführungsstrichen nur, dass ich jetzt irgendwas mit Computern sozusagen mache. Die Frage ist ja so ein bisschen auch, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich jetzt insbesondere für Softwarearchitektur interessiere. Also gerade wenn man sich halt die InnoQ anguckt, haben wir ja sehr viele Leute, die tatsächlich Software entwickeln, das sehr gut tun und da eben auch, glaube ich, sehr zufrieden sind und das halt auch sehr gerne tun. Für mich ist tatsächlich eben Architektur das Spannende. Und ich glaube, der Ausschlag war eben das schon zitierte erste größere Projekt, bei dem ich dann das Gefühl hatte, dass ich in der Implementierung und in der Entwicklung zum einen vielleicht gar nicht so viel besser machen kann, weil es vielleicht besser ist, wenn ich sozusagen die Umstände um mich herum und das Projekt insgesamt versuche, in eine andere Richtung zu bekommen. Und also das war so die eine Komponente, nicht? Ich hatte halt keine Lust zu entwickeln, weil ich das Gefühl hatte, dass ich damit zwar was erreiche, aber eben an anderen Stellen eigentlich viel mehr Optimierungspotenzial ist. Und der andere Punkt war da, es war irgendwie niemand da, der jetzt der diese Rolle spielen wollte. Also von dem Dienstleister, bei dem ich gearbeitet habe, war aus meinem Gefühl heraus, waren die anderen MitarbeiterInnen da so aufgestellt, dass sie irgendwie gesagt haben, ich will hier irgendwie implementieren und irgendwie so eine Rolle spielen. Die hat jetzt irgendwie gesagt, wir versuchen hier größere Zusammenhänge uns zu erschließen. Das hatte ich das Gefühl, wollte halt sonst niemand tun. Okay, dann zur nächsten Frage, vielleicht zur spannendsten Frage. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ja, das ist, ich würde behaupten, im Nachhinein, ich bin in die Arbeitslosigkeit tatsächlich gekommen, und zwar durch die Insolvenz der schon zitierten kleineren Firma, bei der ich halt Geschäftsstellenleiter war. Und das ist halt es ist tatsächlich ein extrem komisches Gefühl, wenn man irgendwie dasteht und sagt, okay, ich kriege jetzt tatsächlich letztendlich Arbeitslosengeld. Im Nachhinein muss ich gestehen, dass das Vorteile hatte tatsächlich, also so blöd, wie sich das anhört, aber das hatte Vorteile. Es bedeutet nämlich zum einen, dass ich mich umorientieren musste. Dadurch habe ich also irgendwie am Ende was Neues gesehen und was anderes gesehen, aber es ist halt etwas, was, und es war auch nur in Anführungsstrichen so, dass ich halt einen Monat offiziell arbeitslos war. Ich habe dann ja eben als Freiberufler sehr schnell angefangen zu arbeiten, aber es ist halt trotzdem, also die Arbeitslosigkeit war sozusagen absehbar, nicht? Es war halt irgendwie, das Unternehmen war insolvent und ich habe irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Monate da gesessen und habe irgendwie im Wesentlichen oder drei oder sowas und habe irgendwie im Wesentlichen Bewerbungen geschrieben und es war irgendwie absehbar, dass das halt sozusagen nicht gleich funktionieren würde mit dem Anschlussjob, und ich bin dann ja eben, wie gesagt, auch erstmal in der Selbstständigkeit gewesen, und das war tatsächlich einfach eine unangenehme Situation. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat?
Also Klassiker ist, glaube ich, Kommunikation. Sieht man ja auch gerade. Wir reden halt miteinander und das ist, glaube ich, also das ist so ein bisschen Kern, nicht? Also wir sind ja nun mal in einer Branche, wo wir ganz viel miteinander zusammenarbeiten und halt in Teams arbeiten müssen. Und das impliziert halt irgendwie Kommunikation. Und ich glaube, die andere Geschichte ist, ich hatte jetzt vorhin schon gesagt, wie bin ich eigentlich in die Architektur gekommen. Wenn es sozusagen ein Thema gibt, also in diesem Fall war es ja so, dass da sich sozusagen die Möglichkeit ergeben hat, auf dieser etwas globaleren Ebene zu versuchen, dieses Projekt nach vorne zu bringen, dann springe ich da halt irgendwie, also bin ich zumindest in der Situation reingesprungen. Das hat sich vorher auch schon ergeben. Ich habe zum Beispiel tatsächlich in meiner, also bevor ich überhaupt studiert habe, in verschiedenen Vereinen mitgearbeitet und habe da irgendwie auch nicht Sachen einfach angeschoben und mich da irgendwie aktiv beteiligt. Also nicht irgendwie als Mitglied nur gesagt, okay, ich mache hier irgendwie mit, sondern tatsächlich eben Sachen organisiert und eben solche, so ein Vakuum dann letztendlich gefüllt. Und ich glaube, das ist halt eine wichtige Eigenschaft. Und eine bestimmte andere Sache ist eine bestimmte Art von Selbstvertrauen. Und die hängt nach meinem Empfinden nicht unbedingt damit zusammen, also wie soll ich sagen, wir haben irgendwie alle manchmal das Gefühl, dass wir es halt sozusagen nicht auf die Reihe bekommen, und wer jetzt irgendwie nur durch die Gegend läuft und halt das Gefühl hat, ich kriege halt irgendwie alles auf die Reihe, das ist halt, das meine ich nicht, aber ich habe halt bei Springsource tatsächlich den Hut aufgehabt für das Geschäft. Das heißt also, es ging da tatsächlich um solche Sachen wie Umsatzzahlen, und das ist keine Umgebung, in der das einfach ist, weil Springsource war Venture-Kapital finanziert, und das ist eben so, dass da dann Ziele sind, die man halt erreichen muss. Und es ist auch tatsächlich so gewesen, dass andere Leute, die halt sozusagen auf parallelen Positionen in anderen Ländern waren, nicht so eine wahnsinnig lange Halbwertszeit hatten zum Teil. Und da ist etwas, was mir halt geholfen hat, dass eben, weiß ich nicht, dass sozusagen, wenn mir jemand anders halt sagt, das kriegst du halt hin und hier sind ein paar Sachen, mit denen du das halt, also wenn mir sozusagen diese Aufgabe delegiert, also mein damaliger Vorgesetzter hat mir eben diese Aufgabe delegiert und mich da unterstützt, dass ich dann irgendwie auch das Gefühl habe, okay, ich krieg's halt hin und kann irgendwie diese Aufgabe sozusagen erfüllen. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke, die halt dort geholfen hat. Wobei man halt hinzufügen muss, ich glaube, in der Springsource-Situation ist halt auch ein weiterer Vorteil, diese Kombination aus, ich kann selber ein Training halten, ich kann selber ein Consulting machen und ich mache außerdem irgendwie diese Geschäftsgeschichte, nicht? Also das ist halt irgendwie so eine Kombination, die, glaube ich, mich auch von vielen von meinen, von den Kollegen, die halt auf einer ähnlichen Ebene war, differenziert haben, die halt eben nicht den technischen Hintergrund hatten an der Stelle. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich im Moment? Da fand ich jetzt erstmal wichtig, das habe ich auch im Unterschied zu anderen Leuten gemerkt, es gibt jetzt nicht den großen Masterplan, der sagt, ich habe irgendwie einen Karriereplan, der hat über mehrere Jahre irgendwie irgendwelche Dinge sich überlegt. Und für mich ist grundlegend erstmal die Geschichte, ich möchte halt das nächste spannende Thema für mich erschließen und das nächste spannende Thema halt machen, was auch immer das ist. Und das ist eben genau das, was auch dazu geführt hat, dass ich eben zu InnoQ gekommen bin, weil ich halt gedacht habe, das ist eine interessante, nein, weil das eben eine interessante Herausforderung ist und eine interessante Umgebung auf technischer Ebene. Und das ist deutlich was anderes als bei Springsource, nicht? Also bei Springsource hatte ich halt die Verantwortung für sowas wie Umsatz und habe mich halt um Geschäft gekümmert. Und ich fand damals diese Herausforderung rund um Geschäft spannend, eben so ein Geschäft aufzubauen. Das heißt, diese Sachen ändern sich und deswegen ist die Antwort, die ich jetzt gebe, eine ganz andere als die, die ich ja zum Beispiel gegeben hätte, kurz bevor ich bei Springsource angefangen habe. Aktuell ist für mich, ist eigentlich das, was mich treibt, dass ich versuche, spannende Themen zu identifizieren, die sich zum Beispiel aus den Consultings ergeben, also aus dem, was ich beim Kunden beobachte und wie ich Kunden helfen kann. Und dann eben die nach draußen trage, zum Beispiel hier über den Stream, durch Konferenzen und durch was auch immer.
Und umgekehrt eben versuche ich die Sachen, die ich auch hier lerne im Stream oder eben bei Konferenzen oder aus anderen Sachen, irgendwie sozusagen den Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt sozusagen spannendes, finde ich, ist ein spannendes Thema und interessante Sache, wo man neue interessante Sachen lernen kann an der Stelle. Dann springen wir mal weiter zu unserer nächsten Frage. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Eine Sache ist Reisetätigkeit, wobei sich das durch Corona gerade erledigt, mehr oder minder erledigt hat. Sprich, es ist halt tatsächlich so gewesen, dass ich lange Zeit praktisch, also gefühlt die gesamte Woche, aber in Realität wahrscheinlich nur im Schnitt mindestens die Hälfte der Woche irgendwie unterwegs war und in irgendwelchen Hotels war. Und das ist irgendwie sehr uncool, weil das halt zum Beispiel bedeutet, dass man nicht ernsthaft irgendwie abends sich mit irgendwelchen Leuten treffen kann oder so. Das ist extrem nervig. Das andere Problem ist, dass bestimmte Themen, die ich tue, mache ich halt irgendwie alleine. Und ich, also sprich, wenn ich halt ein Training gebe, dann bin ich halt der Trainer, da sind irgendwie Teilnehmer und ich sitze halt mit denen, also es gibt natürlich Leute, die mich sozusagen organisatorisch unterstützen, aber es ist was anderes, als wenn man halt in einem Projekt gemeinsam an einem Stück Software arbeitet. Und das variiert dann ein bisschen, abhängig davon, was jetzt so Aufgaben sind. Also im Moment ist es so, dass ich in verschiedenen Beratungskontexten verschiedene Settings habe. Ich habe einen Beratungskontext, wo ich gerade sehr eng mit einem Kollegen zusammenarbeite. Ich habe andere Beratungskontexte, wo ich halt eher alleine bin, wo sich das aber vielleicht ändert. Das heißt, in Beratung ist es so ein bisschen gemischt und das ist halt ja, einfach eine Herausforderung. Nicht? Das ist was anderes als halt diese Teamwork mit. Also natürlich ist es da auch so, dass man mit Personen zusammenarbeitet, aber das sind eben Kunden und das ist was anderes als eben die Personen, die halt in der eigenen Firma sitzen. Das wechselt sich halt irgendwie auch ab. Also das ist eben was anderes, als wenn man mit Kollegen zusammenarbeitet. Nicht unangenehm, aber nicht, es ist halt einfach was anderes an der Stelle. Wenn du deinem 18-jährigen Ich 3 Ratschläge geben könntest, welche wären das? Ich fand diese Frage irgendwie kompliziert, also schwierig. Also mit 18 hatte ich noch nicht mal Abitur und das ist halt tatsächlich, also ich komme aus der Generation, die irgendwie 13 Jahre bis zum Abitur gebraucht haben. Und ich finde das tatsächlich schwierig und auch wenn ich mir sozusagen überlege, was eben sozusagen ich nach dem Studium gesagt hätte, was ich damals irgendwie spannend fand, war irgendwie nicht coden und selber Software entwickeln. Jetzt ist es halt irgendwie eher reden und vermitteln. Das heißt, mein Skillset und meine Sachen haben sich halt deutlich geändert. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, welche konkreten Vorschläge oder welche konkreten Ratschläge man jemandem geben könnte. Also finde ich halt tatsächlich schwierig. Weil nicht, das sind halt sehr unterschiedliche Welten. Mhm. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich halt mit 18 so einen krassen Fehler gemacht hätte oder irgendwas nicht gewusst hätte, was jetzt irgendwie sozusagen in Retrospektive ein Problem wäre. Nicht? Also ich hätte gesagt, Philosophie als Nebenfach wäre vielleicht ganz cool gewesen, aber nicht, das, also da wäre dann das nächste Problem, hätte mein 18-jähriges Ich mich auf mich gehört, auf mein jetziges Mich gehört. Und was möchtest du den Leuten da draußen mit auf den Weg geben? Ich glaube, es ist wichtig, dass das, was man tut, etwas ist, was man persönlich irgendwie gut findet und woran man halt irgendwie Interesse hat. Und wir haben bei uns in der Branche die Möglichkeit, jederzeit zu kündigen und einen neuen Job zu finden. Das ist deutlich was anderes, als es halt in vielen anderen Branchen der Fall ist. Und das ist etwas, wovon man, glaube ich, Gebrauch machen kann oder sollte. Also sprich, an der Stelle, wo ich halt keine Lust mehr habe, ist es irgendwie sinnvoll, sich woanders hinzusetzen und da weiterzumachen. Und ich kann mir bei uns in unserer Branche nicht vorstellen, dass es halt zu tatsächlich materieller Not führt, wenn man das tut. Die andere Sache ist, ich finde es halt wichtig, verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Das sind zwei Sachen. Die eine Geschichte ist so eine ethische Geschichte. Also was ist das, was ich irgendwie nicht tun würde? Gibt es bestimmte Kunden? Gibt es bestimmte Dinge, wo ich halt das Gefühl habe, oder nein, bei denen sozusagen eine Grenze verläuft?
Und nicht, also wir haben, deswegen haben wir, habe ich auch im Stream zum Beispiel diese Folge gemacht zum Thema Klima, weil ich glaube, dass das zum Beispiel potenziell so ein Thema ist. Muss ja nicht jeder jetzt sagen, dass der Klimaschutz das Wichtigste ist, aber irgendwie sollte man sich darüber Gedanken machen, wo man, was man da sozusagen machen will. Und diese verantwortlichen Entscheidungen finde ich halt eben, ist für mich auch wichtig bei Architektur im Allgemeinen. Wenn ich etwas entscheide, da, Architektur bedeutet Entscheidungen treffen. Ich muss diese Entscheidung begründen können und die müssen irgendwie so sein, dass ich persönlich dafür einstehe und halt sage, das sind die Gründe, warum ich es entschieden habe, deswegen mache ich das und mich irgendwie nicht darauf berufen, dass ich irgendwas irgendwo gehört habe, sondern eben, wie gesagt, da selber die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das sind so die Sachen, die ich da mitnehmen würde.